Eine Strandbar im Berliner Szene-Stadtteil Friedrichshain ist die Kulisse für den Wahlkampfauftakt der Piratenpartei. Wo sich sonst das Partyvolk der Hauptstadt tummelt, präsentieren die selbsternannten Bürgerrechtler ihre Kampagne für den Einzug in den Bundestag. Die Freiheit des Internets und die Bewahrung der Grundrechte, das haben sich die Piraten auf die Fahnen geschrieben. Die Stimmung ist ausgelassen, die Mitgliederzahlen steigen, die der Anhänger auch. Dass die 5%-Hürde geknackt wird, gilt für die Netzrebellen hier als ausgemachte Sache. Wir wollen etwas ändern und deswegen wollen wir in den Bundestag. Wir haben in Schweden 7% geholt bei der Europawahl, das war vor 2 Monaten. Wir haben uns ja nun ein bisschen vergrößert seitdem. Also es ist durchaus realistisch, dass wir 5% bekommen. Es wird nicht leicht, das ist schon klar. Wir müssen schon alle Kräfte bemühen und wir müssen die Leute wirklich motivieren. Wir müssen auch unsere Themen rüberbringen. Und da wird es schwierig. Die Ziele sind neben der Freiheit des Netzes die Reform des Urheberrechts oder der Datenschutz. Fast nebenbei werden Themen wie Bildung abgehandelt. Lösungen für Wirtschaftskrise oder Arbeitslosigkeit? Fehlanzeige. Für die eigentlichen wirtschaftspolitischen Themen haben wir noch nichts, weil wir noch eine junge Partei sind und wir möchten eben auch einfach nicht irgendwelche Sprechblasen in die Luft und den Leuten irgendwas versprechen, was wir nachher nicht halten können. Wir sind dafür, richtige Inhalte zu transportieren, wenn wir uns die überlegt haben. Beschäftigen müssen sich die Piraten wohl auch mit Jörg Taus. Der einstige SPD-Abgeordnete sitzt jetzt für sie im Parlament. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Taus. Bei ihm wurde kinderpornografisches Material gefunden. Er weist die Vorwürfe zurück. Er habe nur als Medienpolitiker recherchiert. Doch schon Ende August könnte der Immunitätsausschuss des Bundestages den Weg für eine Anklage freimachen. So wird der 56-Jährige zur Belastung für die junge Partei. Die wiegelt ab. Der Vorwurf, Jörg Taus sei pädophil, ist komplett absurd. Das ist eine reine Schmutzkampagne. Und selbst der Staatsanwalt sagt das ja. Er sagt, er hat seine Kompetenzen überschritten. So, das ist der Vorwurf. Also ich meine, damit kann man leben. Ob der Fall Taus den Piraten am Ende schadet, kann noch niemand sagen. Auch nicht, wie hoch ihre Sympathiewerte außerhalb der Net-Community wirklich sind. Repräsentative Umfragen gibt es nur wenige. Die letzte sieht die Netzrebellen bei 2%. Das würde nicht reichen, aber der Wahlkampf hat ja gerade erst begonnen.